Hallo, heute mal ein kurzes Video über die Harley Benton SC Custom. Und wir fangen mal direkt mit den Specs an, dieser 199 Euro Gitarre. Was hier Thomas schreibt, ist soweit in Ordnung, wobei ich sagen würde, dass die gewölbte Riegel-Ahorn-Decke mehr eine Riegel-Ahorn-Decke-Optik und nicht wirkliches Riegel-Ahorn ist. Diese Gitarre hat ein Gewicht von 3,7 Kilo und ist damit eigentlich für jeden so ab 14 Jahre geeignet. Für kleinere Kinder wäre die wohl doch etwas schwer. Eine, wie ich finde, sehr gut aussehende Gitarre. Und allem in allem ist die Verarbeitung auch ziemlich gut, bis auf einige kleine Sachen, die aber wirklich eigentlich zu vernachlässigen sind. Hier sieht man am Rand zwischen Beiding und sogenannter Riegel-Ahorn-Decke leichte Verfärbung, aber ich musste diese Bilder bearbeiten, um die wirklich gut sichtbar zu machen. Da muss man schon wirklich mit der Lupe durchgehen und das passiert auch bei anderen Gitarren. Das ist also eigentlich völlig harmlos und normal nicht richtig zu sehen. Auch am Hals sieht man minimal was vom Einkleben, folgendem Bild, aber das ist wirklich absolut harmlos und total zu verschmerzen. Das gibt bei Gitarren, die erheblich teurer sind, auch. Hier in der Draufsicht zum Beispiel ist davon absolut nichts mehr zu sehen. Es ist einfach eine gut aussehende Gitarre. Die Markierungen der Bünde am Griff bei Trant im Binding sind gut angebracht und gut zu sehen. Diese Gitarre wird in Vietnam gefertigt. Mir gefällt sie wirklich ziemlich gut. Hier auf der Rückseite die Holzoptik, die von einem dunklen Klarlack fast ein wenig überdeckt wird. Das ist übrigens keine Macke. Weg. Das ist wirklich ausgesprochen gut gelungen. Hier sieht man Grover-Mechaniken, zu denen komme ich gleich noch. Jetzt ein kurzer Test von Tom- und Volumen-Controls. Alle drei Regelknöpfe regeln sehr gut, haben genügend Widerstand, der Push-Pull ist leicht zu ziehen und auch der Drei-Wege-Schalter macht seine Arbeit ausgezeichnet. Und jetzt schauen wir uns einfach mal das Innenleben dieser Gitarre an. Hier finden wir relativ einfache Pots, welche aber gut funktionieren, wie wir bereits getestet haben. Und die schwarze Farbe deutet darauf hin, dass hier das Fach abgeschimmt wäre. Das überprüfen wir jetzt einfach mal. So, und wie man hört, piepsen tut es nur, wenn ich von Pot zu Pot gehe. Die sind natürlich miteinander verbunden, aber wenn ich rein auf die Farbe gehe, piepst nichts, also es leitet nichts elektrisch, kein Shielding vorhanden. Ist ein ordentlicher Drei-Wege-Schalter verbaut, aber auch hier ist die schwarze Farbe kein Shielding-Lack.
Natürlich habe ich auch die Stimmstabilität geprüft. Dafür habe ich die Gitarre gestimmt und dann ordentlich Bendings an allen Seiten gemacht und danach einfach nochmal die Stimmung wieder überprüft. Ich muss auch sagen, dass die Bendings wirklich extrem waren, wie man sie eigentlich sonst nicht durchführt. Und ich weiß nicht, ob es an den Grover-Mechaniken liegt. Ich denke mal eher nicht. Also die Gitarre war verstimmt danach. Und warum kann man die eigentlich relativ gut in diesem Bild sehen? Es liegt am prinzipiellen Aufbau so einer Gitarre. Durch die Position der Tuner gehen die Saiten schräg auf den Sattel. Und hier kann man das sehr gut in der Mitte sehen, wie weit doch die seitlich aus der Nut selbst im Sattel rausgehen, weil sie zur Seite gezerrt werden. Und das sorgt natürlich überhaupt nicht für Stimmstabilität, ist aber genau dasselbe Problem bei jeder Gibson. Hier gibt es aber Abhilfe. Hier an einer anderen meiner Gitarren kann man das gut sehen. Das ist ein sogenannter String Butler. Einfach mal googeln. Der wird einfach nur zwischengeschraubt und schon ist die Saitenführung gerade und das erhöht unheimlich die Stimmstabilität. Kostet so 40, 50 Euro, ist eine recht gute Investition. Als Fazit könnte man sagen, eine sehr gute Gitarre zu einem wirklich günstigen Preis mit einigen guten Features. Leicht bespielbar, dünner Hals, nicht ein dicker Les Paul Hals, sondern ein bisschen dickerer Stratocaster Hals. Also ein ausgezeichnetes Gerät. Ich kann sie nur empfehlen, obwohl ich nicht bezahlt wurde.